Heute wieder Aktuelles aus der Werkstatt. Im letzten Teil habe ich auch schon erzählt, dass wir einen Synchro hier haben, wo wir den TDI-Umbau schöner machen sollten, wo ich die Kompressionsmessung gemacht habe und dabei herausgekommen ist, dass der fast keine Kompression mehr hat, der Motor. Wie ihr schon sehen könnt, ist der Motor jetzt bereits schon ausgebaut. Ich habe mit dem Kunden auch alles heute abgesprochen. Und um soweit besprochen, dass wir jetzt den vorhandenen, also den kaputten Motor gegen einen gebrauchten Motor austauschen werden. Der Motor ist schon bereits ausgebaut, liegt auf der Palette. Und jetzt wollen wir in dem Bus dann einen gebrauchten Motor einbauen. Das ist von den Kosten her das günstigste, was man machen kann, bevor man den Motor jetzt komplett überholt. Dann schauen wir mal weiter, was wir noch alles so haben. Hier was in eigener Sache. Wir machen nicht nur Diesel- und Verbrennungsmotoren. In dem Fall ist mein Longboard umgebaut auf elektrischen Antrieb, was natürlich auch super läuft und super praktisch ist. Wenn man mit dem Bus zum Campen fährt, das E-Longboard hinten reingeschmissen und dann ab zum Semmeln holen damit in der Früh. Heute ist für unser Synchro-Projekt, den wir jetzt komplett umbauen, noch ein Performance-Luftfilter-Kit gekommen. Das ist ein Cimota Carbon Sportluftfilter, ein geschlossener. So, ich sag mal auch Cold Air Intake Box. Mit Haltesatz, Luftschlauch, hier haben wir einen Filter drin. Aber dazu in dem nächsten Video wieder mehr drüber, über unser Synchro-Projekt. Jetzt können wir mal schauen, was der blaue Bus so macht, wo wir die Delle rausgemacht haben. Da habe ich jetzt noch ein bisschen weiter gemacht. Das ist hier, wo wir die Delle ausgebeult haben. Zusätzlich habe ich jetzt noch die B-Säule mit ein Teil erneuert. Habe jetzt hier komplett nochmal Originalblech besorgt und eingeschweißt, quasi einen Teilersatz gemacht, weil das Blech war komplett eingedrückt. Jetzt hier das alte Blechstück noch aufgehoben. So schaut es von vorne aus. Komplett gespachtelt gewesen und das andere, was drauf ist, noch quasi gesehen in Massen. Und man sieht jetzt das richtige Ausmaß, wenn man es umdreht. Da sieht man so richtig, dass eigentlich die ganze Kontur von den Blechen mehr vorhanden war. Und das hier alles. Das Zentimeter weiß die große gesehen. Das war für mich die einzige vernünftige Variante, das zu reparieren, indem ich das Blech einfach komplett raustrenne und dann einen Teilabschnitt von einem neuen Blech reinsetze. Kann man jetzt hier wunderbar das Blech sehen. Ist hier komplett angesetzt und wieder innen drin wie das Original Blechfall verpunktet. Hier mit der durchgehenden Naht verschweißt, damit man da fast keinen Übergang mehr hat. Ich habe jetzt den neuen Alpenmotor. Ich habe jetzt von Alpenmotor komplett die Armbatterie runtergebaut und bereits angefangen, den auf den neuen Alpenmotor draufzubauen. Es ist ein neuer Zahnriemensatz verbaut worden. Die Zimmerringe stirnseitig, alle mit der Neuheit gleich. Jetzt wird noch getriebeseitig der Zimmerring erneuert. Dann haben wir jetzt hier die Dichtung. Dann haben wir hier das Pilotlager noch, was reinkommt in die Kurve da hinten. Und hier nochmal die kompletten Deckel. Da bei dem Motorcode die Dichtung fest mit dem Deckel vergossen ist und nicht einzeln getauscht werden kann. Also wollen wir mal loslegen und die Dichtung wechseln.
Jetzt ist alles dran geschraubt und vorbereitet zum Einbau. Jetzt haben wir einen Turbolader dran, Kupplung mit Schwung ist montiert, Motorhalterung, Ölwanne. Und jetzt wollen wir ins Auto reinhängen, die Motor. Jetzt ist er drin, der Motor. Wir haben jetzt den komplett eingebaut. Motorhalterungen und mechanische Teile sind alle dran. Jetzt geht noch die Elektrik ab. Wahlluftkühlanlage muss noch gebaut werden komplett. Weil die wird nach Kundenwunsch halt umgebaut. Genauso wie die Luftansaugen wahrscheinlich auch noch angepasst werden muss. Als nächstes werden wir uns hier mal um Kahlbaum kümmern. Den haben wir jetzt komplett rausgenommen, der dabei war. Den zerlegt. Und den wird jetzt nochmal komplett neu alles verlötet, gewickelt und da neuer Platz für Steuergerät gesucht. Ich verabschiede mich für heute, ich mache jetzt Feierabend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Und dann verpasst ihr keine Videos mehr in Zukunft. Und somit verabschiede ich mich für heute. Bis bald. Ciao, Servus. Bis zum nächsten Video.